Ja, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Let's Show Pro Trail Perfect 2, meine eigene Strecke. Ja, eigentlich habe ich versprochen, die Strecke von Schönebeck selbst nach Magdeburg zurückzufahren, aber dummerweise habe ich die Aufgabe gelöscht. Jetzt denkt ihr, warum löscht er die Aufgabe? Ich kann es euch einfach sagen. Ich habe weitergebaut. Fleißig. Sehr weitergebaut. Das, ich sage mal, mit der Bauphase endlich am Ende gekommen bin. Mit den Schienenbau und alles. Und ja. Nun zeige ich euch, an welchem Bahnhof wir jetzt befinden. Die S-Bahn fährt von Zielitz nach Schönebeck über Magdeburg Hauptbahnhof, Schönebeck Elbe. Hier ist die Abfahrtzeit 14.14 Uhr. Wir fahren etwas später ab. Ist auch nicht so schlimm. Kommen aber noch pünktlich an. So, dann wollen wir mal beginnen. Ja, ich hoffe, euch gefällt die Strecke. Und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß bei dieser Show. Können leider auftreten. Leider. Darauf bitte schon entschuldigen. Ja. Nach dieser Let's Show, wenn man schön angekommen sind, wird es erstmal eine Weile keine Let's Shows mehr geben. Oder keine Let's Plays. Weil ich mache eine kurze Sommerpause. Ja. Und in dieser während der Zeit werde ich hoffen Let's Plays aufnehmen. Sehr viele sogar. Bis zu 40 Stück. Und ja. Und die Pause geht so, weiß ich nicht lange. 2 bis 3 Wochen. Aber länger nicht. Dann können wir mal abfahren. Wir haben jetzt auch Abfahrtzeit hier. Kriegt ja alles noch rot. Jetzt ist es grün. Da werden wir mal losfahren. Türen schließen. Der Fahrplan ist auch original echt. So ein Teil, ne? Zum Beispiel ab Hauptbahnhof. Viel Spaß beim Anschauen, ne? Ich hoffe, ich rede nicht zu leise. Dann wollen wir mal losfahren. Ich hoffe, es gibt keine Probleme in der Strecke. Rechts befindet sich der Regional, die Regionalbahn, die nach Eigersdorf fährt. Und ja, fährt dann als Regionalexpress zurück. Weil die Regionalbahn geht in Magdeburg-Buckau. Magdeburg Südost. Und der Zugtour hält sie nicht in Südost. Für das Regionalexpress. Hier ist die Fahrt. Wenn man kurz auf Bötinger kommt, dann ist es ein Preps. Ansagen werde ich nicht mit einbauen, weil ich selber nicht einbauen kann. Also würde ich so nicht. Nee. Ich habe sowieso zurzeit nicht so Probleme mit dem Kontrollen, oder was das ist. Ich versuche halt, dass wir möglichst zu bremsen. Knopf's klappt. Nächster Halt, Zielitz Ort. Aufstieg. Dann genau alles passiert.
Und dann kommt der Regionalmann dran, nach Alterstoff, und dann wird er zurück ins Regionalexpress. Und wenn er dann mit Regionalexpress finanziert ist, dann ist es die letzte Folge gewesen. Ja, die letzte Folge von Proton Perfect, weil mehr mache ich nicht, weil es mir zu stark ruckelt und ja. Ihr Zug fährt jetzt ab. Vorsicht beim Einsteigen, Türen schließen selbsttätig. Der Fahrt ein bisschen langweilig und ja, machen wir sie jetzt mal dran und schließen die Türen und fahren ab. So, würde mich selber Kommentare freuen oder Daumen hoch und Daumen unten. Und ja, ich hoffe, man versteht mich. Ich werde jetzt ein bisschen laut reden. Jetzt ein bisschen übertrieben mit Geschwindigkeitsanzeige. Ja. Aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Sieht zwar noch ein bisschen planlos hinten, aber naja. Yeah.
endlich Ferien. Ach, die Sommerferien haben endlich begonnen. Und ja. Heute ist der erste Ferientag, also Montag, der 23. Juli. In Sachsen-Anhalt ist es so, da beginnen die Ferien etwas später als in Berlin oder so. Und ja, sogar eine Zeit, dass wir jetzt zum Ferien sind, 6 Uhr. Ne? Wie schon gesagt, wenn wir jetzt mit diesem Sommer in Salz ankommen, ne, dann werde ich eine kleine Sommerpause machen. Und in dieser Sommerpause wird erst, wenn das Video geplant ist, wieder beginnt, werde ich anfangen, maximal bis zu 40 neue Let's Plays aufzunehmen, meinen externen Festplattenspeicher zu speichern, und dann werde ich an einigen Orten fahren, um ein paar tolle Fotos von Bahnen dahin zu bringen, zum Beispiel hier Bahnvideos, neue Fotos, die könnt ihr euch alle auf der, ich habe auch viele Fotos auf der Trendumsitiven-Website, die könnt ihr euch auch angucken. Ich packe nochmal den Link in der Beschreibung. Und ja, das sind Fotos von Magdeburg.